Moin moin meine Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr hattet einen entspannten Tag. Ich komme gerade aus der Nachtschicht und dachte mir, komm, jetzt nehme ich die Folge auf. Ich habe richtig Bock darauf, wie es hier weitergeht. Wir sind zurzeit 12. haben schon 16 Punkte. Das ist fast die Hälfte. Man braucht ja ungefähr 40 Punkte für den Klassenerhalt. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht so lange, wollen auch direkt ins nächste Spiel reingehen gegen Hoffenheim. Jetzt werden wir doch nochmal aufgehalten von Lennart Grill. Vom nächsten Match hängt wirklich viel für uns ab. Im Moment bin ich gut drauf. Und ich bin mir sicher, dass ich die Position von Himmelmann viel besser ausfüllen könnte als er. Das ist jetzt natürlich... Ja, ich denke auf jeden Fall drüber nach. Da habe ich ja auch einen Kommentar zu bekommen, und zwar sollten wir uns mal überlegen, Oliver Baumann zu verpflichten. Ich finde, das ist ein sehr guter Vorschlag. Der hat unendlich viel Bundesliga-Erfahrung. Das Problem ist, dass er wahrscheinlich nicht zu uns wechseln wird. Also jetzt mal von der Realität her gesehen, wir sind noch Aufsteiger. Im Winter haben wir eh nicht so viel Geld. Aber im Sommer ist das vielleicht eine Option, wenn die Ziele nicht erreichen. Wir sehen es nochmal. Hoffenheim ist zurzeit hinter uns. Und dann könnte man ja trotzdem noch gucken, vielleicht aus einem Absteiger, wenn Freiburg absteigen sollte, vielleicht da einen Torwart zu holen. Oder, ja, eigentlich ist ja nur Freiburg vom anderen Verein aus Hamburg, nämlich kein Spieler. Und Hannover hat jetzt wahrscheinlich auch nicht so den besten. Aber Oliver Baumann ist auf jeden Fall ein sehr guter Transfervorschlag, den wir im Hinterkopf behalten werden. Und dann würde ich sagen, haben wir schon wieder ein bisschen zu viel geschnackt, aber der Vorschlag war halt wirklich gut. Und den habe ich mir aufgeschrieben, vielleicht im Sommer, vielleicht auch im Winter, je nachdem was für Abgänge, werden wir da was machen. So, und das wird unsere Aufstellung sein. Wir lassen Grill tatsächlich spielen, genauso wie Bella Kotscher, Finn Ole Becker und Cananoglu und Kenzo. Das heißt, wir werden einiges verändern. Wir sehen auch schon, Hoffenheim ist angeschlagen. Die sind nicht komplett fit. Die hatten wahrscheinlich ein Europa League Spiel. Oder vielleicht auch Champions League, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das vielleicht ein Vorteil für uns. Nein, 1:0 für Hoffenheim. Abschluss, ja, 1:1, Kenzo macht ihn, sehr schön, hat sich bezahlbar gemacht, ihn zu wechseln oder ihn reinzubringen. 1:1, let's go. Und 2:1, Karin macht ihn, sehr nice, 8. Saisontor müsste das jetzt sein. Und Hoffenheim ist echt angeschlagen, man sieht es an der Fitness. So, wir haben auch zweimal gewechselt. Einmal ist Knoll reingekommen und Lukas Daschner ist reingekommen. Finn Ole Becker ist raus und Cananoglu ist raus. Jetzt noch 15 Minuten durchhalten. Yes! Wir gewinnen 2:1 gegen Hoffenheim. Mission Wiedergutmachung ist geglückt. Im Pokal ja ärgerlich rausgeflogen. Aber hier haben wir es geschafft. Sehr schön. So, jetzt gegen den großen FC Bayern München. Da wird es natürlich richtig schwierig, Punkte mitzunehmen, gerade auch auswärts. Daher habe ich ein bisschen gewechselt. Grill da weiterspielen, Buchtmann darf man wieder von Anfang an ran, genauso wie Burgstaller und Kenzo. Einfach die Schnellsimulation runterrattern und hoffen. Ja, 4:1 verloren. Ärgerlich wird noch. So, als nächstes spielen wir gegen Gladbach und wir sind Zweiter. Da erhoffe ich mir auch relativ wenig. Ich lasse Grill weiterhin von Anfang an ran, genauso wie Kenzo und Cananoglu. Dann würde ich sagen, let's go, Schnellsimulation und einen Punkt mitnehmen. Yes! 0:0, sehr schön, ausgeglichenes Spiel, ein Punkt am Millerntor. Nehmen wir mit. So, Marvin Knoll kann jetzt auch Innenverteidiger spielen. Jakob Herrmann werden wir nochmal eine Positionsveränderung anbieten als ZM, da bekommt er nochmal einen ordentlichen Boost und endet halt in 2 Wochen. Und Kerim Cananoglu werden wir Flügelspielmacher erlernen lassen. Da der Passen und Schießen und Dribbling bekommt er nochmal einen ordentlichen Boost. Und Spezialbewegung geht auch
etwas in die Höhe und ist halt in 8 Wochen fertig. Da denke ich, dass Shananuku dann eine 69 bekommt. Und Robin Hack werden wir inverser Flügelmittelfeldspieler antrainieren. In 4 Wochen ist der Plan dann soweit abgeschlossen. So, als nächstes spielen wir gegen VfB Stuttgart auswärts. Ich habe einiges umgestellt, da wir eine englische Woche vor uns haben und ich die Fitness ein bisschen einteilen möchte. Deswegen Guido Burgstaller vorne im Sturm. Cananoglu, ich glaube, der hat die letzten Spiele auch immer von Anfang an gespielt. Der bekommt jetzt nochmal seine Chance. Dann Buchtmann von Anfang an wieder rein und Bella Kotschap und Luca Zander spielen von Anfang an. Gegen den VfB Stuttgart, wir gehen in die Schnellsimulation, let's go. Und ein Punkt auswärts wäre super, aber es wird gar nichts. Ganz schlechtes Spiel. So, als nächstes spielen wir gegen Schalke und Lennart Grill ist jetzt quasi ein Stammkeeper geworden. Der hat jetzt, glaube ich, die letzten 5 Spiele alle von Anfang an bestritten. Das wird jetzt auch der Fahrplan sein bis zur Winterpause. Und mal gucken, er hat schon plus 1 dazu bekommen. Ich bin gespannt, wie die Entwicklung da weitergeht. Und ich würde sagen, dieses Mal simulieren wir. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Punkte. Aber jetzt kann es gefährlich werden. Ah, sehr gut verteidigt. Jetzt sind wir durch. Komm schon, Lukas. Ah, Mann, ey. Abschluss, Karim. Yes. 1:0. Sehr schön. Aber jetzt kann es gefährlich werden. 1:1. John Fleck mit dem Ausgleich. Da passen wir einfach nicht auf. Ärgerlich. Jetzt sind wir durch. Lukas Daschner mit dem 2:1. Das ist so gut gespielt. Sehr schön. So, zweite Halbzeit. Wir führen 2:1. Ich habe einmal gewechselt. Finn Ole Becker für Marvin Knoll rein. Let's go, Freunde. Drückt die Daumen, dass wir das Ding hier gewinnen. Oh, pusht euch, Männers. Nein. Ja doch, 3:1. Da hatte ich einen Fail des Jahres, würde ich mal behaupten. Sehr schön herausgespielt. Da dachte ich kurzweilig, dass die Seiten nicht gewechselt worden sind. Aber das 3:1 nehmen wir mit. Let's go. Würde ich auch sagen. Springen wir zum Endergebnis. Und es bleibt beim 3:1. Ja. Liegt vielleicht auch daran, dass ich direkt aus der Nachtschicht komme. Freunde. Da war ich ein bisschen verpeilt. Und 17 Spiele gespielt. Hinrunde ist somit für uns beendet. Und wir haben 23 Punkte geholt. Wer hätte damit gerechnet, wenn man mal ehrlich ist? Wir haben 23 Tore geschossen, 27 kassiert. Das liegt wahrscheinlich wirklich an unserem Torwart. Bin eigentlich mit der Viererkette zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Und ja, unten gucken wir mal 8 und 9 Punkte nur, Hannover und Hamburg. Das sieht nicht gut aus und Freiburg auch schon abgeschlagen mit 10 Punkten Rückstand auf Köln. Also wenn das so weitergeht, haben wir den Klassenerhalt safe. Zu 100%. 6 Spiele gewonnen, 5 Unentschieden und 6 Niederlagen. Ist alles soweit sehr ausgeglichen. Zeigt auch, dass wir Bundesliga tauglich sind, würde ich mal behaupten. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir beenden jetzt hier den Part. In der nächsten Folge ist dann quasi die Transferperiode angesagt. Vielleicht werden wir den ein oder anderen Move noch machen. Wir werden den ein oder anderen Spieler noch verlängern. Da 5 Verträge auslaufen. Das werden wir aber alles in der nächsten Folge machen. Dieses Mal eine etwas kürzere Folge. Aber wie gesagt, ich komme direkt aus der Nachtschicht. Wollte unbedingt in der Karriere vorankommen und ja, das mit euch teilen. Wenn es euch gefällt, gerne ein Like da lassen, gerne kommentieren, was ich jetzt noch machen kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank nochmal für den Tipp mit Oliver Baumann. Das werden wir verfolgen. Und ja, mal gucken, ob wir es umsetzen in der nächsten Folge. Bis dahin, gesund bleiben und
Ciao.